Grüß euch Gott, Servus, Hallo an alle Carrera-Begeisterten da draußen. Ich bin der Renne. Wir sind, wie Sie da sehen können, in unserem Hobbykeller. Und ich möchte euch ein bisschen was über unser Hobby erzählen. Wir fahren seit, glaube 13, 14 Jahren oder schon länger Carrera Digital, ausschließlich derzeit Carrera Digital 124. Das heißt, das ist der Maßstab 1 zu 24, größere Version, für uns einfach das Nonplusultra vom Vorerlebnis. Das taugt uns einfach, der Maßstab, weil man sehr viel einstellen kann, weil man einfach realistischeres Fahrverhalten bei den Fahrzeugen bemerkt, und das ist für uns einfach das Beste. Wir sind eine kleine Runde da in der Weststeiermark, in der Nähe von Graz, und treffen uns meistens einmal in der Woche zu ganz lockeren Rennabenden, ein bisschen fachsimpeln, ein bisschen Slot-Racen, ein bisschen Tratschen, einfach zur Gaude, weil es uns Spaß macht. Ich möchte euch nur kurz erzählen, wie wir fahren, oder zumindest mit was für Autos wir fahren, wie das ausschaut. Carrera verkauft ja die 1 zu 24er Carrera Digital Fahrzeuge. Was ihr da jetzt zum Beispiel seht, das ist ein Eigenbau mit einer Tamiya Karosserie 1 zu 24 von der Mercedes GTR. Das ist aber das, was wir immer machen, auf Carrera Fahrwerken, also das Chassis ist von Carrera Vorzeigen, muss immer sein. Wir verwenden aber dann eben alles sozusagen Franken-Slot Tuning-Teile, also Achsen, gehärtete Achsen, Magnesiumfelgen, Ritzel, also sprich verbesserte Motorritzel, die was ruhiger, wesentlich ruhiger laufen wie die von Carrera aus dem Standard. Die Felgen sowieso, also die laufen sowieso, es läuft alles besser, kugelgelagert. Das macht es einfach sehr, die Autos sind uns sehr gleicher. Ja? Das bedeutet einfach, das ist fairer im Rennen. Weil Carrera out of the box mit Magnet und so weiter, das ist alles so eine Geschichte, man hat ein bisschen ein Glück oder ein bisschen ein Pech, wenn man es out of the box nimmt. Manche funktionieren gut, manche Autos nicht. Und deswegen haben wir das einfach gemacht, damit Chancengleichheit für alle besteht. Wie gesagt, wir fahren hauptsächlich ein paar Klassen, das heißt, es gibt die DTM-Klasse, das ist jetzt Carrera Standard, also von der Karosserie her. Wir fahren GT-Klassen, ob das jetzt Carrera Standard sind oder eben Eigenbauten. Wir fahren BMW M1, das ist auch ein Clubauto, da haben wir auch verschiedene Autos. Wir fahren auch eine selbstmachten Formel 1 Autos auf 1 zu 24, das war ein bisschen Tüftlerei, aber wir haben es gemacht. Funktioniert tadellos. Wir fahren mit denselben Autos seit, glaube ich, 10 Jahren und die halten noch immer. Und wir treffen uns einfach und machen immer gewisse Rennen an einem Abend mit verschiedenen Regeln, Reglements, Rennklassen. Ja, und wenn es passt, kommt in Kürze bald einmal ein Video auch von unserem Rennabend selber, wenn die Jungs da sind, dass ihr einfach seht, wie so ein Rennen abläuft, einmal ein bisschen zuschauen könnt, wenn es wollt. Bitte lasst was gerne, wenn euch das interessiert, weiter und in die Kommentare könnt ihr gerne was reinschreiben. Und ich würde mich natürlich auch speziell über ein Like freuen. Wie gesagt, es sind meine ersten Videos. Bitte seht mir das nach, gell? Es ist nichts Professionelles, es ist alles wirklich nur einmal auf Gaude-Versuch, ein Spaßversuch. Ja? Also ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Abend oder einen schönen Tag, was auch immer. Tschüss!